Du wolltest schon immer dein eigenes Spiel programmieren? Dann bist du hier richtig, denn in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du Flappy Birds programmierst. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, würde es mich freuen, wenn du abonnierst und die Glocke aktivierst. Für dieses Video benötigst du das Programm Scratch. Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Ich würde dir aber zuerst empfehlen, mein Scratch-Grundlagen-Video anzusehen. Zuerst wählen wir ein Bühnenbild aus. Dafür wähle ich Blue Sky, weil es am besten zu Flappy Birds passt. Das Bühnenbild müssen wir danach aber noch bearbeiten. Dafür klicken wir auf das Bühnenbild, gehen auf den Reiter Bühnenbilder und editieren das. Wir müssen natürlich auch einen Anfangspunkt hinzufügen, weil unser Spiel ja irgendwo anfangen muss. Diesen mache ich jetzt mal blau. Nachdem ihr euren Anfangspunkt gezeichnet habt, machen wir jetzt die Röhren. Für diese wähle ich die Farbe Rot. Ihr könnt die Röhren natürlich dahin platzieren, wo ihr wollt. Am Ende benötigen wir aber noch eine Wand. Diese zeichne ich in der Farbe Grün. Wichtig dabei ist, dass sie vollständig von oben nach unten gezogen ist. Unser Spiel soll jetzt aber nicht enden. Deshalb fügen wir noch zwei weitere Bühnenbilder hinzu. Ich wähle in beiden Fällen wieder Blue Sky. Im zweiten Bühnenbild zeichnen wir wieder eine Wand und wir zeichnen unsere Röhren wieder in Rot. Fügen wir das letzte Bühnenbild hinzu und machen genau die gleichen Sachen wie beim zweiten. Jetzt werden wir die Figur in einen Vogel ändern. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr die alte Figur löschen und wir können mit dem richtigen Programmieren beginnen. Damit unser erstes Bühnenbild erscheint, wenn wir beginnen, müssen wir es auch so programmieren. Dafür gehen wir wieder auf unsere Bühnenbilder, klicken auf das erste Bühnenbild und gehen auf Skripte. Dort benutzen wir die Befehle, wenn Fahne angeklickt wird und wechsle zu Bühnenbild Blue Sky 1. Dabei kommt der zweite Befehl unter den ersten. Immer wenn wir das Spiel jetzt starten, erscheint das erste Bühnenbild. Lasst uns jetzt den Vogel programmieren. Dafür klicken wir auf den Vogel und gehen auf Skripte. Zuerst ziehen wir uns den Befehl, wenn die Flagge angezeigt wird, heraus. Lasst uns jetzt aber dem Vogel mal was sagen. Dafür gehen wir auf Aussehen und nehmen den ersten Befehl raus. Sag Hallo für 2 Sekunden. Text könnt ihr jetzt beliebig ändern. Ich schreibe da jetzt viel Spaß hin und ändere die Sekundenzahl auf 1 Sekunde. Jetzt könnt ihr den Vogel kleiner machen, weil dieser ja viel zu groß ist. Das könnt ihr machen mit dem Befehl Setze Größe auf 100. Die Zahl 100 müsst ihr dann auf 20 ändern. Damit unser Vogel jedes Mal an der gleichen Position startet, setzen wir ihn jetzt auf den Anfangspunkt. Dann gehen wir in den Reiter Bewegung und ziehen uns die X- und Y-Koordinate raus. Jetzt startet der Vogel immer an der gleichen Position. Bei Flappy Birds muss man den Vogel auch bewegen.
Deshalb programmieren wir jetzt seine Bewegung. Dafür ziehen wir uns eine wiederhole Fortlauf und Schleife heraus. Jetzt benötigen wir noch eine Falls-Dann-Schleife. Dort packen wir dann den Befehl Taste, Leertaste gedrückt hinzu aus dem Reiter Fühlen. Bei unseren Vogel mit den Tasten steuern wollen, ändern wir Leertaste auf Pfeil nach oben gedrückt. Wenn der Pfeil nach oben gedrückt wird, dann soll sich der Vogel auch nach oben bewegen. Deshalb fügen wir jetzt noch aus dem Reiter Bewegung ein Ändere Y um 10 hinzu und ändern den Wert auf 5. Jetzt lässt sich zwar der Vogel nach oben bewegen, aber er bleibt dann auch oben, weil wir keine Option haben, ihn wieder runterzubringen. Aus diesem Grund machen wir jetzt weiter. Wir duplizieren die Falls-Dann-Schleife und gehen in den Reiter Operatoren. Dort können wir uns ein Gleichheitszeichen rausholen und fügen Taste Pfeil nach oben gedrückt hinzu. Anschließend gehen wir in den Reiter Variablen und erstellen eine neue Variable. Die Variable nennen wir falsch oder false. Wir werden den Vogel nämlich so programmieren, dass er nach unten geht, wenn wir die Taste nicht berühren. Aus diesem Grund müssen wir noch bei ändere y um 5 ein Minus vor die 5 setzen. Jetzt geht der Vogel nach oben, wenn wir die Taste drücken, und nach unten, wenn wir sie nicht drücken. Da wir aber wollen, dass sich unser Vogel dauerhaft nach rechts bewegt, fügen wir noch aus dem Reiter Bewegung ändere x um 10 hinzu. Dies packen wir dann über die erste Falls-Taste-Pfeil nach oben gedrückt, dann Schleife hinzu. Jetzt sollte sich der Vogel auch dauerhaft rechts bewegen. Zwar können wir jetzt das Spiel spielen, aber wenn der Vogel die Wand erreicht hat, dann endet das Spiel sofort. Das wollen wir ändern mit den zwei Bühnenbildern, die wir angefertigt haben. Wenn der Vogel die grüne Wand berührt, dann soll er auch zum nächsten Bildschirm wechseln. Das machen wir, indem wir eine Falls-Dann-Schleife einfügen und dort dann wird Farbe berührt aus dem Reiter Fühlen noch hinzufügen. Dort können wir dann die Farbe der Wand hinzufügen. Anschließend gehen wir in den Reiter Aussehen und ziehen Wechsle zu Bildschirm 2 hinzufügen. Jetzt wird der Vogel beim Berühren der grünen Wand zum Bildschirm 2 wechseln. Dort angekommen, spawnt er aber wieder bei der grünen Wand. Um das zu ändern, gehen wir in den Reiter Bewegung und ziehen uns wieder die Y- und X-Koordinate heraus und ziehen den Vogel an die Stelle, an der wir ihn haben wollen. Nun sollte der Vogel aber auch nach dem Berühren der grünen Wand an einer geeigneten Stelle spawnen und ihr könnt weiterspielen. Da sich dieses Bühnenbild aber ewig wiederholen würde, nutzen wir auch unser drittes Bühnenbild. Dafür müssen wir zu den Bühnenbildern und dann auf Blue Sky 2. Dort ändern wir die Farbe der Wand auf Blau. Nun müssen wir wieder das Skript des Vogels ändern. Deshalb klicken wir auf den Vogel, duplizieren die Falls-Dann-Schleife der Farbe Grün und ändern sie auf die Farbe Blau. Bei dem Befehl Wechsle zu Bühnenbild Blue Sky ändert ihr Blue Sky 2 auf Blue Sky 3. Jetzt könnt ihr euer Spiel wirklich spielen, denn das Bühnenbild wird sich jetzt immer von 2 auf 3 tauschen. Ihr könnt natürlich so viele Bühnenbilder hinzufügen, wie ihr wollt. Im letzten Schritt dieses Videos
Fügen wir aber noch hinzu, dass man verliert, wenn man eine Röhre berührt. Dafür fügen wir eine weitere Variable hinzu und nennen diese Berührungen oder Touches. Jetzt holen wir uns eine Falls-Dann-Schleife und fügen aus dem Reiter Fühlen den Befehl, falls Farbe berührt wird, und ändern die Farbe auf Rot, da Rot unsere Röhrenfarbe ist. Wenn eine Röhre berührt wird, dann soll sich unser Kontostand um 1 ändern. Deshalb ziehen wir den Befehl Ändere Berührungen Touches um 1 aus dem Reiter Variablen heraus. Zum Schluss fügen wir noch die Option hinzu, dass man nach 3 Berührungen verloren hat. Dafür nutzen wir eine Falls-Dann-Schleife, fügen aus dem Reiter Operatoren eine Gleichheitsschleife hinzu und packen in den ersten Teil der Gleichheitsschleife eine Variable Berührungen herein. Am zweiten Teil schreiben wir dann eine 3 hin, weil man ja nach 3 Berührungen verloren hat. Wir können jetzt unseren Vogel sagen lassen, verloren, wenn man auch verloren hat. Deshalb gehen wir in den Reiter Aussehen und ziehen uns Sage Hallo für 2 Sekunden heraus und ändern den Text auf verloren. Ihr könnt natürlich den Text reinschreiben, den ihr wollt. Am wichtigsten ist nur, dass ihr aus dem Reiter Steuerung Stoppe alles herauszieht und darunter packt. Weil, wenn man verloren hat, soll das Spiel auch beendet sein. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und viel Spaß mit deinem Spiel. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen.